Da bin ich ja Perfektionist, ne? Da drin sind nur ein paar Klamotten und Unterwäsche. Jemand zu Hause? Mausi. Oh nein, sie antwortet nicht. Vielleicht ist sie verhungert oder so. Buch. Arme kleine Zeitung, ganz allein und nackt auf dem Boden. Und du bist nicht mal interessant, nur langweilige Geschäftsartikel. So, und falls ihr euch fragt, warum der hier so viel Krempel hat, er ist Antiquitätenhändler. Und die haben halt so Zeug im Schlafzimmer liegen. Ich möchte unbedingt hier noch den Keks finden. Aber ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Ei, ich bin's, Brö, Björn, der Pirat, arr. Arr, ich bin ein Pirat. So, Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hier danach suchen soll. Können ja mal hier so ganz grob so ein bisschen durchgehen. Das ist sehr praktisch hier mit diesem Lupenmodus. So kann man sich Dinge nochmal ein bisschen genauer angucken. Ich finde auch diese Musik so herrlich. Also ich finde jetzt hier keinen dritten Keks. Ja, vielleicht später, wir kommen ja nochmal her. So, das hier finde ich jetzt auch geil. Sieht gut aus. Das Bild ist so herrlich. Wir können übrigens auch den Fernseher einschalten. Ich habe die Fernbedienung verloren. Jetzt hängt ihr auf Cooking24 fest. 24 Stunden lang nur Kochprogramme. Game. Kotzt erstmal einen Aufteller. So, okay. Ein Gemälde. Dieses Gemälde ist unglaublich. Ernsthaft? Das ist das schönste Gemälde, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und es gehört mir. So, wir müssen jetzt nämlich hier hinten rein. Oh, viel besser. Jetzt kann ich mich durch dieses Chaos wühlen. Hier ist mein kaputter Computer, mein Nähzeug, mein Haustierstreichler. Super, hier ist eine Taschenlampe. Ich brauche noch Ei. Ich lege sie zurück. Ah, ich habe was Interessantes gefunden. Ein kleiner Schlüssel. Wo ich gerade dabei bin. Was öffnet dieser Schlüssel? So, Regenschirme brauchen wir nicht. Hier hinten sind wir soweit eigentlich durch. Und diesen kleinen Schlüssel brauchen wir jetzt dafür. Endlich etwas Geld. Geld erhalten. Was ist das alles? 5,75 Euro. Ich dachte, ich hätte mehr. Und ich ohne Kreditkarte. Toll. So, ich glaube, jetzt haben wir auch tatsächlich alles, was wir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt brauchen. Aber das riecht mich gerade auf mit dem Keks. Das stört mich gerade so ein bisschen, dass ich den Keks hier nicht finde. Hier die weibliche Mona Lisa. Le Joconde. Yep, das ist die männliche Version von Mona Lisa. Es ist von einer Künstlerin namens Leonardo da Vinci. Ehrlich, wie hier auch klassische Kunst so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Wir gucken später nochmal nach dem Spiegel. Hallo Björn. Sag mal, hast du gestern Nacht diesen Lärm gehört? Was für ein Lärm? Es klang wie ein Streit auf dem Flur. Sag nicht, du hast es nicht gehört. Das hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Naja, nicht wirklich. Ich habe einen tiefen Schlaf, weißt du? So, jetzt können wir sie hier so ein bisschen befragen. Kannst du mir mehr darüber erzählen, was gestern Nacht passiert ist? Naja, es waren zwei Männer, ihren Stimmen nachzuurteilen. Und einer hatte eine tiefe Stimme mit einem Akzent. Und was ist mit der anderen Stimme? Lass mich überlegen. Sie klang ziemlich hoch und das ist so ziemlich alles, an was ich mich erinnern kann. Worüber haben sie geredet? Ich konnte sie hören, aber nicht wirklich verstehen. Sie haben vermutlich eine andere Sprache gesprochen. Chinesisch oder Arabisch vielleicht. Oder vielleicht war sie nur zu weit entfernt. Was ist am wahrscheinlichsten? So. Sag mal, Sandra, was arbeitest du eigentlich? Wassermelonenverkäuferin oder Barbecue-Reinigerin? Björn, ich bin Krankenschwester. Ich bin wegen eines Jobs nach Paris gezogen. So, mal gucken, ob sie den Film gucken will. Was für eine nette Idee. Ich liebe Zeichentrickfilme. Und den habe ich noch nie gesehen. Ja, er ist ziemlich neu. Aber er gehört mir. Ich kann ihn dir nicht ausleihen. Oh, wie schade. So, Du sag mal,
Hör mal, ich bin ein bisschen müde. Können wir später weiterreden? Okay. Wie kann sie schon müde sein? Sie hat den ganzen Tag nicht gearbeitet. Nun dann. Oh, bevor ich es vergesse, wo du gerade da bist, kannst du mir das Buch ausleihen, von dem du mir erzählt hast? Ein Buch? Ja, das Kochbuch. Oh, richtig. Ja, sobald ich es finde, bringe ich es dir. In Ordnung, bis später. So, das Kochbuch brauchen wir jetzt nämlich. Das ist nämlich das, was im Schlafzimmer hier hinten stand. Kochen für Dummies oder für Idioten. Super, das ist genau das Buch, das Sandra wollte. Jetzt ist der Eindringling in meiner Bücherei weg. Okay. So. Einmal bitte klingeln. Und hast du das Buch, nach dem ich suche? Ja, ich habe es. Da ist es. Wie versprochen, hier ist die Bibel des Kochens. Die Verspätung tut mir leid. Um es wieder gut zu machen, schenke ich dir das Buch. Oh, das ist super. Vielen Dank. Damit werde ich endlich zu der Köchin, die ich immer sein wollte. Meint ihr das ernst? Ich schulde dir was, Björn. Bitte nimm das. Was zum Teufel ist das? Oh, das ist ein Feuerzeug. Das kann ich sehen, aber warum gibst du mir das? Ich habe es vor meiner Tür gefunden. Hat vielleicht den Männern gehört, die gestern Nacht den Krach gemacht haben. Du hast vorhin so interessiert geklungen, daher dachte ich mir, ich gebe es dir. Gut gedacht. Wer hätte das gedacht? Auf dem Feuerzeug steht etwas. Für Hector, meinen Freund und besten Kollegen. Und darunter eine Adresse. Dumoulin, LLC 15, Rue d'Orny, Paris. Ich sehe da besser mal nach. So, neuer Ort freigeschaltet. Björn, bist du okay? Tut mir leid, nur am Tag träumen. So. Davon mal abgesehen, wie findest du dich in deinem neuen Leben zurecht? Es ist ja echt anders als auf dem Land. Freunden zu finden, ist viel schwieriger. Die Leute haben einfach nicht dieselbe Einstellung. Es würde mir nichts ausmachen, dir dabei zu helfen, dich in unserer schönen Stadt einzuleben. Obwohl Fernande, unser Hausmeister, aus dem Erdgeschoss da wohl viel besser helfen könnte. Innerhalb einer Woche wirst du so viele Freunde finden, dass du nur noch eins willst. Zurück auf dein gutes altes Land ziehen. Meinst du das jetzt ironisch? Hast du etwas gegen Landeier? Verzeihung, ich habe das falsch formuliert. Ich meine nur, dass ich lieber abgase als Gudung rieche. Was? Ich glaube, ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen, Herr Tonen. Hoppla, vielleicht bin ich ein wenig zu weit gegangen. Kein Problem, ich lasse sie sich eine Weile beruhigen. So, hier gibt es natürlich auch noch Kekse. Einer ist da. Der Junge hat einen Keks zurückgelassen. Er hängt am Rohr. Cool. So, aber auch hier habe ich noch nicht alle Kekse gefunden. Auch in der Demo nicht. Ich glaube, einen zweiten hatte ich hier irgendwo gefunden. Ach genau, hier unter der Tür war der. Aber den dritten Keks habe ich hier auch noch nicht gefunden. Hier unten vielleicht? Nee. Also ich gucke jetzt hier natürlich jetzt nicht stundenlang nach den Keksen, aber ich versuche so ein kleines bisschen das zu finden. Aber hier sehe ich jetzt tatsächlich keinen weiteren Keks. Vielleicht später, wenn der, ich weiß nicht, ob der Fahrstuhl irgendwann wieder in Betrieb ist. Aber egal, so, wir müssen jetzt hier raus. Und gehen einmal zur Dumoulin GmbH. Das ist die Adresse, die auf dem Feuerzeug stand. Ich gehe mal rein und schaue, ob ich etwas über Hector herausfinden kann. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen beeilen hier. Was willst du? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich hätte gern eine Auskunft. Hier ist kein Auskunftsbüro, Trottel. Hau ab, du verschwendest meine Zeit, verdammt. Hector, gestatten Sie mir, darauf zu bestehen. Ich suche nach einer Person, die für Sie arbeitet. Oh, wirklich? Und wie ist der Name? Ich kenne seinen Namen nicht, nur seinen Nachnamen. Toll. Weißt du, wie viele Leute hier arbeiten? 179. Also verschwinde besser schnell, bevor... Sein Name ist Hector und ich weiß, dass er hier arbeitet. Hector? Keine Ahnung. Sicher, dass er hier arbeitet? 100% sicher. Okay, du Trottel. Ich sehe mal nach. Du wartest hier. Keine Bewegung. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ah, nein. Ah. Oh, Schwein gehabt. Dachte ich mir, du Trottel. Kein Hector hier. Oh, dann verzeihen Sie. Etwas stimmt nicht. Hector arbeitet hier. Entweder lügt dieser Jeep oder ist zu faul, um richtig nachzusehen. Ich finde besser eine andere Lösung. Wurde auch Zeit. So.
gucken, ob wir hier hinten noch irgendwas... Da ist ein Keks. Da steckt ein Keks in der Unterhose. Soll ich? Boah, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen eklig. Das ist kein Keks, oder? Gut. Ah, da steckt ein Keks im Aschenbecher. Na, wie lecker. Ein Drink würde mir jetzt gut tun. Verschwinde, das ist meiner. Nur einen kleinen Schluck, bitte. Nein, das ist alles, was ich für den Rest des Tages übrig habe. Sind Sie sicher, dass ich nicht mal probieren darf? Hau ab, Trottel. Okay, okay, Mann. Kein Grund, so ungemütlich zu werden. Okay. Jacke. Mal suchen. Nichts in der Jacke. Die Leute, die hier arbeiten, sind widerlich. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Ja, vielleicht. So, kein Keks. Vielleicht irgendwie an der Kartonkante. Er ist voller Flaschen. Weinflaschen, um genau zu sein. Sieht aus, als hätten manche die Reise nicht überlebt. Arme Flaschen. Ganz zertrümmert. So, wir quatschen mal nochmal mit ihm. Was willst du? Dürfte ich nochmal darum bitten, dass sie nachsehen? Was? Denkst du, das ist ein Spiel? Hau ab, bevor ich hier eine Kugel zwischen die Augen schieße. Ich bestehe drauf. Du Wurmkopf. Wenn du es richtig versuchen würdest, würdest du ihn finden. Jetzt wirst du schon beleidigend. Ups. Game over. Björn Tonen, angeklagt, wie ein Trottel einen Sicherheitsbeamten beleidigt zu haben. Ich schätze, er hat keine Scherze gemacht. Fortsetzen. So, das ist nicht so schlimm, wenn man hier Game over geht. Man startet direkt wieder in dem Bild. Und die Game Overs kann man... vielleicht kann man das im Menü sehen. Trophäe... ja, hier. Bei den Game Overs. Ne, da kann man das dann sehen. Was man schon eingesammelt hat. So, wir speichern zwischendurch jetzt einfach mal. Ah, das ist die automatische Speicherung. Okay, wir speichern einmal richtig. So, kann ich den Schlüssel hierfür verwenden? Was zur Hölle, was machen Sie da? Was ist das in deinen Händen? Ich probiere bloß meine Hausschlüssel, um zu sehen, ob sie passen. Du hast die Schlüssel gestohlen. Autsch. Und direkt noch ein Game Over. Scheiße. Björn Thun, angeklagt, ein lächerlicher Spion zu sein. Ein Idiot bin ich. So, der Schlüssel dürfte jetzt aus dem Inventar sein. Nein, der ist noch drin. Ey, was zur Hölle? Weg von der Tür. Tut mir leid. Stell meine Geduld nicht auf die Probe. Ups, meine Schuld. Stopp! Das ist meine letzte Warnung. So. Genug. Hey! Was machen Sie? Einen Idioten hier raustreten. So, schon sind wir rausgeflogen. Autsch. Nun, sieht aus, als würde meine tolle Strategie nicht funktionieren. Ich versuche es besser auf andere Weise. So, okay. Wir müssen jetzt einmal hier hin. Und hier haben wir auch schon mal einen Keks. Da ist der zweite. Und da liegt der dritte. So, dann brauchen wir auf jeden Fall die Zeitung. Eine kostenlose Zeitung. Sie sieht nicht sehr Moment, dieses Bild. Das ist dieselbe Vogelstatue. Im Artikel steht, dass letzte Woche ein Antiquitätenhändler aus unbekannten Gründen getötet wurde. Das ist ja fast so wie das, was mir gestern passiert ist. Was bedeutet... vielleicht hatte ich doch ein bisschen Glück. Ich behalte diesen Artikel besser. So. Oh, lecker, Chips. Oh, die Tüte ist nicht ganz leer. Mensch, Menschen widern mich an. Sie lassen nicht nur eine perfekte Tüte auf dem Boden liegen, nein, sogar noch mit guten Chips drin. Knusper, knusper. Lecker. Ja. So, gehen wir einmal rein. Die Tür wurde aufgebrochen. Toll. Der gleiche Einbrecher muss wohl auch meinen Laden besucht haben. Wonach hat er gesucht? Mal sehen, ob etwas fehlt. So, hier brauchen wir jetzt nicht so viel machen. Wir brauchen eigentlich nur das Handy. Mein Handy. Ich hatte es total vergessen, dass ich es gestern hier gelassen habe. Handy erhalten. Keine Nachrichten. Das Handy ist ein besonderer Gegenstand. Du findest ihn in der oberen Leiste.
So, wir können also auch teflonieren. So, aber hier befinden sich natürlich auch noch drei Kekse. Einen habe ich gerade gesehen. Ist das da ein Keks? Das braune da? Nee, ne? Nee. So, nach oben gehen. Ja, nun, ich kann nicht nach oben gehen. Ein Kunde hat mir ein sehr großes und schweres Möbelstück verkauft. Einen Konzertflügel. Ich habe versucht, es nach oben zu bringen, aber ich bin gescheitert. Er steckt total fest und blockiert den Weg. Daher habe ich beschlossen, die Etage zu schließen. Das war das Logischste und das Einfachste. So. Ah, da ist, glaube ich, noch ein Keks, ne? Nee, sah so aus. Ah, da ist einer. Unglaublich. An einem hängt ein Keks. Vielleicht haben sie zum Gott der Kekse gebetet. So, dann haben wir schon mal 2 von 3. Das ist einfach nur der mir angeborene Perfektionismus, weswegen ich die ganzen Scheißkekse sammle. Yep. Das ist ein seltener Nachdruck einer Karte aus der Zeit, als die Leute noch dachten, die Erde wäre eine Scheibe. Ja, ja. Liebe Flacherdler.